So, jetzt haben wir unser Farbkonzept, unsere Farbkarte fertig. Und jetzt geht es wirklich ans Zeichnen. Und zwar möchte ich Ihnen zeigen, wie ich mit diesem Tool Zeichenstift-Werkzeug, Stift, sorry, möglichst einfach zeichnen kann und wie ich von so einer, ja, Fotovorlage zu einer finalen technischen Modellzeichnung komme. Und da hat mir jetzt hier mein Kunde Peter Hahn schon freundlicherweise hier dieses Shirt und diesen Packshot dazu zur Verfügung gestellt, der für mich jetzt Grundlage sein soll, jetzt hieraus so eine technische Zeichnung zu erstellen, wie ich es hier schon mal angedeutet habe. Und diese Bilder sind jetzt schon mal freigestellt. Das möchte ich jetzt hier an dieser Stelle nicht zeigen. Da gibt es in 14 Tagen noch ein gesondertes Webinar drum, sondern mir geht es jetzt einfach hier drum, wie erstelle ich jetzt aus dieser Fotovorlage so eine technische Modellzeichnung. So, jetzt diesen Preview hier, so, das blende ich jetzt hier einmal aus. Und in der Mode, in der Bekleidungsindustrie sind in der Regel, sage ich mal, so diese technischen Modellzeichnungen eigentlich immer so symmetrisch. Und deswegen habe ich hier in die vordere Mitte hier schon mal eine Hilfslinie gelegt. Und ich bin ja faul. Ich möchte jetzt ja nun natürlich die Hälfte zeichnen und dann das alles spiegeln. Und jetzt gibt es hier ganz viele verschiedene Zeichenwerkzeuge. Und da werde ich oft gefragt, welches Werkzeug soll ich da benutzen von diesen vielen, vielen, vielen hier? Und ich sage immer, man braucht lieber weniger, ist da oft mehr und braucht ein Zeichenstiftwerkzeug, mit dem ich jetzt hier irgendwie mal so wirklich Freihand, wie so mit Papier und Bleistift auch mal so nur so ein bisschen skizzieren kann, mal so einen Faltenwurf oder eine Schattierung andeuten kann. So, und ich brauche ein Zeichenwerkzeug, mit dem ich, sag ich mal, so, es ist immer schwer, so eine Modellzeichnung jetzt so einfach so Freihand so zu skizzieren, sondern da empfiehlt es sich, das mehr wie so ein Architekt, das so Punkt für Punkt wirklich so zu konstruieren, die einzelnen Schnittteile. Und da nehme ich gerne diesen Stift, der ist auch so aus anderen Programmen vielleicht bekannt. Und da, um das jetzt hier mal zu visualisieren, habe ich schon mal diese Punkte hier so vorbereitet, die blende ich jetzt hier einmal ein. Und zwar viele Designer, die super toll mit Papier und Bleistift zeichnen können, tun sie aber manchmal etwas schwer, so mit diesen Vektoren und diesen Punkten und Anfassern und. So, und eigentlich muss ich mir nur dieses Schnittteil angucken und sagen, wo sind hier so die Eckpunkte, wo brauche ich hier da so einen Knotenpunkt? So, und dann klicke ich einfach hier so in die vordere Mitte, da fange ich an, dann klicke ich den nächsten Punkt an, das ist für meinen Saum, dann klicke ich den nächsten Punkt an, das ist meine Seitennaht, dann klicke ich den nächsten Punkt an für meinen Armausschnitt, den nächsten Punkt meine Schulter und nächsten Punkt wieder hier Mitte, Doppelklick und dann bin ich auch schon fertig. Und das kriegt eigentlich wirklich jeder hin. So, jetzt sieht das natürlich noch nicht so aus, wie es aussehen soll. Jetzt will ich das Ganze noch etwas verformen. Und dazu gibt es jetzt hier das Hilfsmittel Formen. Und ich blende jetzt mal diese Punkte hier wieder aus. Die verwirren jetzt vielleicht nur eher. So, das sind jetzt wirklich die Punkte, die ich gesetzt habe. Und die wähle ich jetzt hier einfach aus. Alle Knoten auswählen. Jetzt sind alle hier markiert, blau markiert. Und die wandle ich jetzt einfach alle in Kurven um. So, und jetzt kann ich jetzt einfach hier mit diesem Formwerkzeug hier an diese Linien gehen. So, diesen Magnetismus mache ich mal aus und kann jetzt hier einfach so formen. Man sieht das schon. Egal, irgendwo hinklicken. Jetzt kann ich das ganz so wunderbar so durchformen, wie so meine Fotovorlage aussieht. Und den Arm will ich noch vielleicht ein bisschen so. Und die Seitennaht will ich ein bisschen taillieren. Und jetzt ist es ja so, ich kann jetzt hier immer in eine Richtung ziehen. Das heißt, ich kann das jetzt hier konvex oder konkav kurven. Dazu brauche ich jetzt, wenn ich jetzt aber hier so eine S-Kurve für meine Seitennaht haben will, für meine Taillierung. So, jetzt kann ich einmal hier unten auf diesen Punkt klicken. So, und jetzt sehe ich diese ganzen Anfasser hier, diese Steuerpfeile. Und mit denen kann ich jetzt hier noch ganz wunderbar hier das so modellieren, wie mein Shirt, meine Grundform hier aussehen soll. Und das ist wirklich so die einfachste Methode, die, sag ich mal, irgendwo jeder hinkriegt, auch wenn man nicht der super Zeichenkünstler ist. So, jetzt mache ich hier, forme ich nochmal den Halsausschnitt hier und den mache ich jetzt extra mal ein bisschen falsch. Das kann man sich jetzt schon vorstellen, wenn ich das jetzt hier nämlich hier über die vordere Mitte spiegel, dass das jetzt noch nicht so aussieht, wie es aussehen soll. So, und zwar, ich spiegele jetzt. Ich bin ja, wie gesagt, faul, bin nur die Hälfte.
Jetzt gibt es hier diesen geniale Funktion des Symmetriemodus. Deswegen hat es extra ein bisschen falsch gezeichnet, um Ihnen das jetzt zu zeigen. Und zwar einfach rechte Maustaste, Kontextmenü, finde ich immer am einfachsten. Und dann sage ich hier neue Symmetrie erzeugen. Und dann ziehe ich jetzt hier diese eine Symmetrieachse, die ich jetzt hier gelegt habe, einfach jetzt wieder in die vordere Mitte. Zack, und jetzt spiegelt das hier genau über die Mitte. Ich zoome jetzt mal ein bisschen ein, indem ich einfach das Mausrad ein bisschen nach vorne bewege. Und jetzt sehe ich hier, das stimmt noch nicht so ganz. Jetzt mache ich einfach einen Doppelklick hier und jetzt kann ich hier meine ganzen Punkte wieder anfassen und auch verschieben. Und ich kann jetzt hier auch mit Formen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt hier das möglichst rechtwinklig zur Mitte haben, dann empfiehlt es sich, die Shift-Taste gedrückt zu halten. Dann bin ich nämlich immer in 90 Grad und habe damit sichergestellt, dass ich hier einen schönen Übergang habe. Und jetzt bin ich auch schon fertig. Zoome wieder ein bisschen raus, indem ich das Mausrad zurück Rolle, auf das Maus da drauf drücke, um hier das so ein bisschen zu verschieben. Auch total super easy in der ganzen Navigation. Und den Ärmel, den habe ich jetzt hier schon einmal ein bisschen vorbereitet. Das blende ich einfach mal ein. Und dann mache ich jetzt genau dasselbe wieder. Einfach rechte Maustaste, neue Symmetrie erzeugen und spiegel den jetzt hier auch über die Mitte. Und jetzt ist der schon perfekt hier in der richtigen Position rübergespiegelt. So. Jetzt fehlt mir noch der Halsausschnitt. Und zwar, ich zeige jetzt einfach einmal hier auch hier mit dem Stift, wie ich jetzt auch gleich in Kurven zeigen kann. Wer jetzt häufig zeichnet, da empfiehlt es sich, das mal so ein bisschen zu üben. Und zwar einmal klicken, dann habe ich meinen ersten Knotenpunkt gesetzt. Ich gehe in die hintere Mitte, linke Maustaste gedrückt halten. Und jetzt mit gedrückter Maustaste hier diese Steuerfeilen hier symmetrisch rausziehen und mit Doppelklick wieder beenden. Und so habe ich jetzt das gleich in Kurven gezeichnet. Das geht also auch. So, wenn ich jetzt hier mir das anschaue, so, ich möchte jetzt hier so dieses parallele Bündchen zeichnen. Und selbst für mich als geübten Zeichner ist das schwer, das jetzt hier auch gleich in Kurven zeichnen, aber so parallel hier so hinzukriegen. Da möchte ich jetzt folgenden kleinen Trick zeigen. So, das ist ja mein einfaches Segment. Und das hat eine bestimmte Kontur oder Umrissbreite. Und das kann ich jetzt einfach hier ein bisschen dicker machen. Ich probiere das jetzt einfach mal mit 20 mm aus. So, und jetzt habe ich eine 20 mm dicke Linie, die aber einfach nur mein Pfad ist, schwarz ist. Ich möchte ja aber, dass das jetzt ein Objekt ist, dass ich das weiß füllen kann und eine schwarze Kontur haben kann. Und das, genau das kann ich machen. Und zwar, ich kann jetzt dieses Objekt hier Umriss in Objekt umwandeln. So, und jetzt kann ich das hier mit weiß füllen. Und zwar einfach linke Maustaste auf weiß klicken. Jetzt habe ich es weiß gefüllt. Und mit der rechten Maustaste auf schwarz klicken. Das ist die Farbe der Kontur und habe eine schwarze Kontur. Und jetzt habe ich eins vergessen. Ich muss noch einmal hier wieder rückgängig machen, rückgängig machen, rückgängig machen. So, dass ich hier wieder meine Umriss habe. Das muss ich jetzt nämlich einmal in die Zwischenablage kopieren. Und das kann ich jetzt hier auch wieder herstellen. Zack. Weil aus genau dem mache ich jetzt natürlich auch meinen vorderen Halsausschnitt, füge das ins STRGV wieder ein. Und wenn ich jetzt einen Doppelklick hier mache, dann habe ich hier wieder meinen Pfad. Und jetzt ziehe ich meinen vorderen Halsausschnitt einfach ein bisschen nach unten hier. Und hier wieder an meinen Steuerpfeilen symmetrisch, um das vielleicht ein bisschen breiter zu formen. So sieht das vielleicht schon ganz gut aus. Und jetzt mache ich wieder genau dasselbe. Umriss in Objekt umwandeln, weiß füllen, schwarze Kontur und bin jetzt hier auch schon fertig. Schiebe das hier ein bisschen nach unten. So, und jetzt habe ich hier so mein Basic Shirt hier, mit meinem Basic Halsausschnitt, den ich ja wieder auf viele, viele, viele andere Teile jetzt in meiner zukünftigen Kollektion hier einfach so wieder platzieren könnte. Und wie man hier sieht, uns fehlt hier noch der Halsspiegel. So, jetzt müsste ich ein Objekt zeichnen, was genau diese Form hat. Brauche ich aber nicht, weil da gibt es jetzt dieses geniale Werkzeug hier. Unter diesem interaktiven Fülleimer gibt es nämlich die intelligenten Füllungen. Und damit brauche ich einfach nur in so eine Fläche klicken und dann erzeugt er aus dieser Fläche genau die Form und kann jetzt sagen, das fülle ich jetzt noch so ein bisschen als Halsspiegel hier mit so einem leichten Grauton und mein Shirt fülle ich jetzt hier einfach wieder.
weiß und schließe es, damit es hinterher eingeschlossen Schnittteil ist. Und jetzt habe ich so mein Shirt hier durchgezeichnet. Und das ist jetzt so die Grundlage, aus dem ich jetzt weitere Teile entwickeln kann. Ich habe das Ganze hier so effizientes technisches Zeichnen genannt. Und jetzt habe ich Ihnen hier so ein kleines Video mal vorbereitet. Und zwar, wo ich hin will, ist, dass ich so beim Arbeiten gleichzeitig eine sogenannte Style-Bibliothek entwickeln kann, dass ich einfach aus dem langen Arm Kurzarm machen kann, weiter an dieser Grundform arbeiten kann, lange Ärmel dran setzen kann, Details wie Taschen, Halsausschnitte austauschen kann, Silhouetten verändern kann, daraus einen Blazer machen kann oder weitere Elemente wie Armausschnitte, Gürtel, Halsausschnitte austauschen kann und jetzt aus diesem einen Teil jetzt hier weitere Kollektionsteile entwickeln kann.